Hallo und herzlich willkommen auf der Hausmesse 2022. Auch in diesem Jahr haben wir wieder ein Feuerwerk von über 175 Neuheiten für Sie. Mein Name ist Andreas Dengler, ich bin hier bei IGUS Branchenmanager für die automobile Produktion. Um Ihnen einen kurzen Überblick für Ihre Branche zu geben, zeige ich Ihnen die Top 4 Neuheiten aus der automobilen Produktion. Eine der Top-Neuheiten, die in 2021 als Designstudie vorgestellt wurde, ist unsere neue Energiekette Triflex RTRX. Diese ist nun als Standardprodukt in Spritzgussqualität erhältlich. Das integrierte Gummiband im Inneren ermöglicht Ihnen einen Längenausgleich bis zu 36% auf einen Meter. In Verbindung mit unserem Universalmontagesatz ist eine Gewichtseinsparung bis zu 83% möglich. Dieses Produkt eignet sich hervorragend für Handlingsroboter in der automobilen Produktion. Der neue iSense ECW kabelgebundene Lebensdauersensor ermöglicht Ihnen Abrieb an Energieketten intelligent zu erkennen. Die integrierten leitfähigen Schichten ermöglichen in Verbindung mit der Elektronik eine prozentuale Ausgabe vom Abrieb. Durch die direkte Integration in Ihre Steuerung haben Sie den großen Vorteil, die maximale Produktlebensdauer auszureizen und können somit Ihre Instandhaltungsmaßnahme rechtzeitig planen. Eine weitere Weltneuheit ist unser iSense TRB-Brucherkennung für 3D-Energieketten. Der TRB-Sensor erkennt frühzeitig einen Bruch an Ihrem Schlauchpaket und verhindert Folgeschäden. Die Sensorik kann direkt an die Kundensteuerung integriert werden, somit haben Sie keine weiteren Aufwendungen bezüglich Software und Schaltschrank. Unsere Genflex-Leitung CF220 OLH-Hybridleitung ist eine Erweiterung um die Siemens-Technologie OCC. Der PVC-Außenmantel erlaubt Ihnen eine Kosteneinsparung bis zu 15,3%. Durch die integrierte Datenübertragung können Sie deutlichen Baum in der Energiekette einsparen. Diese Leitung können Sie als Meterware oder als einbaufertiges Ready Cable mit unserer 36-monatigen Genflex-Garantie erhalten. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Gerne stehe ich Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung und freue mich auf Sie.